Recht herzlich willkommen zur 73. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal habe ich hier so eine neue Straße mal eingeführt und habe dann auch noch einen erzählt von, ne, die ist nicht voll oder sowas. Der Bahnsteig wurde nicht leer, aber die Straßenbahn, die wurde schon leer. Ne, also hier stehen zwar noch genug Leute, aber die stehen auch, dass sie da wegfahren können. Und da wurde er sicherlich nicht leer, aber die Bahn, die müsste jetzt hier oben irgendwo sein. Er fährt jetzt gerade zurück, ne? Die ist schon leer, ne? Das passt schon, da sieht man es, nur noch 11 Leute drin, ne? Okay, das wären noch mehr. Lass mal gerade einen Tacken schneller noch fahren. 20 vom, sag schon, von der Industrie her, von Schienenfabrik. Jetzt noch gerade einer von der Kirche. Und 47 fahren jetzt zurück. Keiner von der Kirche. Aber da aus der Arbeitsstätte von der Maschinenfabrik reichlich. Ja, und da unterwegs, wir packen auch noch welche sich ein. Geht erstmal. Ja, wenn dann natürlich hier ein Boot kommt, das ist auch klar, dann sind natürlich mehr da drin. Ne? Und dann steigen da auch wieder mehr ein und sowas. So ein Hoch und Runter gibt es dann natürlich damit, ne? Ist klar. Gut, ups, da war daneben geklickt. So, das haben wir. Jetzt stellt sich die Frage, ob es irgendwo anders sinnig wäre, auch eine Straßenbahn einzuführen. Weil der Bus so schlecht ist oder so, ne? Und nochmal einen hoch. So, ja. Das bot sich jetzt direkt an, ne? Das sind alles Strecken, die sind schon wieder weiter. Da weiß ich nicht, hier die beiden Städte sind näher beieinander. Aber durch, ja, man müsste da eine Brücke bauen, ne? Gucken wir mal, ja. Ist jetzt hier. Könnte man mit einer Brücke direkt anbinden dann, ne? Hier wird sich natürlich die Straßenbahn in einer Linie anbieten, in Anführungsstrichen. Und dann darüber fahren, ne? Fährt dann hier rüber auf diese Straße und dann wieder runter. Wird den Bahnhof allerdings nicht mitnehmen dann. Aber nee, dann lassen wir das mal so, wie es ist erstmal. Das ist auch okay. Das wächst auch irgendwie nicht, ne? Wo haben wir denn hier unsere zweite Stadt? Beziehungsweise dritte ist es ja, Lauter, oder war das ja Lauter? Hier ist aber alles gut. Und da haben wir noch Sonderhausen. Da ist Sonderhausen. Wächst aber auch nicht über die Ränder gerade hinaus. Gucken wir uns Döbeln nochmal an, was da los ist. Ist auch alles abgedeckt. Die haben ja die Kirche letztes Mal gekriegt. Die haben wir dann auch erweitert hier. Da ist alles auch im Rahmen. Radolf Zell dann gucken. Ja, das könnte ein bisschen mehr wachsen, ne? Das ist relativ schlecht, ne? Finde ich. Okay, wir haben hier letztes Mal, glaube ich, gemacht. Da wächst ein bisschen hier, aber die städtischen, innerstädtischen Flächen, die werden überhaupt irgendwie nicht so richtig gebaut, ne? Hier oben die nächste Stadt, Adenau, oder wer war das hier? Die ist da schon besser unterwegs, ne? Das ist schon mehr flächig zu, hat auch eine Kirche jetzt gekriegt. Da geht was. Ja, ist das so richtig, dass die da so stehen? Kann der denn da weg? Muss wohl, ne? Eigenartig, habe ich das gebaut, oder? Ist doppelt lang natürlich für mit Anhänger, ne? Ja, gut. Hier ging's rüber und ja, da haben wir ganz viele Industrien dann noch gehabt hier. Und was ist überfüllt? Da steckt jemand fest. Okay. Na. Wer ist jetzt blockiert? Der? Und dann müssten wir den hier wegschicken, damit der andere dann da, ne? Da steht keine Linie, das ist schon mal schlecht, ne? War das der, der jetzt blockiert ist, oder ist es der, der blockiert ist? Ja, ist bei der. Aber warum hat der keine Linie? Das ist die Frage, ne?
Fahrziel Radorf Zell, Norddeutsche Mühle. Sieht denn der Fahrplan aus? Radorf, Süddeutsche Alter Getreidehof, die Mühle, okay. Aber da muss, ach stopp, da muss ich nochmal einen Fahrplan. Da muss es doch einen Fahrplan geben, oder? Töbel, ne? Ist das der? Ne, das ist der andere. Getreide Norddeutsche Mühle. Das ist der, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Der wartet jetzt, dass der da rumschleicht, oder? Der ist voll, der kommt den Berg da nicht hoch, ne? Aber sonst sieht es doch hier gut aus, oder? Jetzt fährt der Trecker auch. Ich glaube, er fährt jetzt hier wieder rum und stellt sich wieder rein, weil ich ihm den neuen Fahrplan genannt habe, ne? Der hat eine Linie. Der hat auch eine Linie. Trecker hat eine Linie. Mal nur Einzelfahrzeug. Entschuldigung. Gut, okay. Das Problem brauchen wir dann nicht weiter begucken. Das läuft ja erstmal. Lag wahrscheinlich auch daran, dass der keinen Fahrplan hat oder was. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hier sieht es auch gut aus. Da steht man Schlange. Aber das funktioniert jetzt wohl. Dann lass uns mal hier nochmal in die Liste gucken, ob wir da noch ein... Das war jetzt falsch, das sind die Haltestellen. Ich suche das Fahrzeug mit Gewinn. Ja, die Schiffe fahren jetzt miese ein oder ist gerade Anfang des Jahres, ne? Okay, dann fahren sie miese ein, das ist klar. Aber sonst sollten sie nicht miese einfahren. Auf rutschiert er rum. Der kommt sowieso gleich an den Floto und dann kann er da richtig Passagiere aufnehmen. 400 von 500 hat er schon dabei. Sagen wir gerade. 400 steigen aus. Nein, nicht ganz, oder? Ja, läuft. Auf jeden Fall ist da wieder Plus. Der ist wunderbar. Zweites Schiff fährt da. Ja, fährt dann hier oben nach. Ich Hadexen wir als Altenau oder wohin? Okay, hat noch einen weiten Weg, Vorsicht. Das dauert dann noch. Der wartet da auf Öl. Aber der nimmt nichts mit, wahrscheinlich, weil die Raffinerie nichts braucht, ne? Raffinerie ist hier. Benzin, Öl, Diesel, Plastik, Öl, 100.700. Ja, ist mit unterwegs, ist es dann voll, ne? Und das Chemiewerk, kriegt das auch noch was? Öl, 897, voll, alles klar. Deswegen steht der Zug dann da, das ist auch klar, aber der ist ja noch gefahren zuletzt. Ja, das ist hier dann die Stelle, wo wir immer wieder Minus werden. Das ist halt so. Profit weit weg. Ist so, ne? Weil das Schiff definitiv auf der Rückfahrt nichts mitnimmt. Das ist das größte Problem halt. Ja. Bleibt's dann so, ne? Hier fahren ganz viele Fahrzeuge, werden auch die einen Milchkannenfahrzeuge werden überholt. Er schafft aber nicht vorbei, doch jetzt. Okay. Ja, jetzt kann er auch überholen. Wie sieht es denn hier auf dem Markt so aus? Backwaren sind zu wenig. Eier, Südfrüchte, Milch kommt hier gar nicht an.
Also kommt schon an, ne? Aber zu wenig. Na, komm schon mit der Milch. Aber vielleicht gibt es auch schnellere Fahrzeuge für die Milch. Das sollten wir vielleicht mal gucken, oder? Gucken wir mal, was die Milch so macht. Einen daneben ist auch vorbei, ne? Ja, da gibt es schon größere LKWs jetzt, ne? Ja, was machen wir mit dem? 8 Kubikmeter, 5 Kubikmeter. 1,44, der fährt für 60 Cent da lang, ne? Und der hat wahrscheinlich noch den Anhänger dann dahinter, ne? Das wäre der. Wie kann der Anhänger laden? 7 Kubikmeter. 88 Cent. Und der LKW dazu hat 60 Cent, sind 1,48, ne? 5 plus 7 sind 13, das spricht doch dafür, oder? So, wo ist die Milch? Mühle Markt. Zuckerrüben, Döbeln, vier Städte, Floto, Mühle, Markt. Döbeln, Markt, Mühle, Döbeln, Hafen, Markt, Döbeln, Hafen, Markt. Ich glaube, das ist der richtige, ne? Starte mal. Der Milchkannenexpress ist schon wieder weg, ja. Döbeln, Hafen, Markt ist richtig, genau. Dann mustern wir den doch mal aus. Da ist er nämlich schon weg, weil wir haben ja den gerade neu gesetzt, den zweiten LKW hier. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht es mit dem Laden aus? Also entladen ging, weiß ich. Der war nämlich hier doppelt. Da fährt der Milchwagen. Nur, wo hält der hier oben an? Ne? Das ist alles einfach, super. Das klappt dann wieder nicht, ne? Der Milchkannenexpress kommt hier lang. Das bedeutet, hier ist es auch falsch gebaut, ne? Bauen wir erst eine Straße. Also hier geht ja definitiv länger zu machen, ne? Ist ja kein Ding. Aber hier halt nicht, ne? Dann würde ich einfach sagen, machen wir das gerade weg. Und setzen da noch eine Straße schnell hin, die so geht. Und dann können wir hier auch noch einen Anleger machen. Anleger, weiß ich, eine Verladerampe. So sollte es gehen, oder? Da kommt schon der Milch-LKW, oder? Gucken, wo er hinfährt. Auf jeden Fall da rein. Und irgendwo in. Ah, doch, da. Kriegt er die 12? Ist gerade keine Milch da, oder wie sehe ich das? Das ist schlecht. Die Milch kam von drüben, ne? Kubik Kubikmeter Milch hat er dabei. Der fährt zurück. Wie viel Milch liegt hier? Gar nichts. Das ist auch der falsche Anleger. Das ist der richtige Anleger, ne? Südfrüchte. Keine Milch. Okay. Aber die kommt doch hierher, die Milch, oder? Ne, Mandeln, die Milch ist noch woanders. Ist hier oben beim Bauernhof, oder wo war das?
Milch 115 Kubikmeter. Da ist nichts zum Abholen. Ist der Markt gerade jetzt voll oder was? Kann ja dann nur sein, ne? Milch 43, ja, 11 wollen sie nur. 324 sind irgendwie unterwegs. Na dann. Können wir die anderen Mustern auch gleich ausmustern, ne? Details und das war ausmustern nach Leerung, ne? Genau. Und das auch. Dann sollte der eine LKW auch reichen, ne? Fährt da noch einer? Ne, das war jetzt was anderes, ne? Oder ja. Ja, der wartet noch darauf, dass er beladen wird. Und hier ist es so. Der fährt jetzt mit Stückgut Südfrüchten, okay. Ist jetzt Milch hier. 72 Kubikmeter sind da, okay. LKW. Und Milch. Da unten ist die Milch. Wie viel bringt denn, kostet denn so ein anderer LKW hier jetzt hier, der die Milch fährt? Da ist da drinnen. Kilometer, ist das richtig? Und wie viel bringt der? 36 Kubikmeter und der? Acht? Habe ich jetzt was verpasst? Hm. 36 und der hat nur 8 Kubikmeter. Das ist ja voll das Verlustgeschäft dann. Dann darf man die gar nicht ausmustern. Der rentiert sich ja dann voll hier, oder? Ja, das ist dann nicht ausgewogen, das Spiel dann da, ne? Naja, okay, ist halt so. Oh, der fuhr grad. Okay, dann mal gerade dahin. Wo ist er? Da ist er. Ja, der hat tatsächlich nur 12 Kubikmeter, ne? Bei 1,48, der andere 90, das lohnt sich dann, ne? Läuft. Hier nicht. Gucken, ob der schwarze Zahlen dann kriegt. Kann ja nicht sein dann, oder? Oder doch? Wo ist er denn jetzt? Hat er gemacht, schwarze Zahlen. Aber pff. Ja, knapp. Sollte sogar reichen, ne? Weil der ist ja eben von hier aus losgefahren. Nach da hin und zurück und macht die schwarze Zahl, ja. Geht gerade so, ne? Gut, dann haben wir das erst. Und die Busse da, dass die beiden hintereinander herfahren, das passt mir auch nicht, ne?
39 Passagiere und er fährt wahrscheinlich mit 0 dann hinterher, ne? Super, oder? Dann mach das mal so. Den schließen. Fahrplan. Und dann gib mir mal einen Adolf Zell. Oststraße, ne, das ist schlecht. Klosterbrauerei, wo ist die? Da. Gut. Döbeln, Radolf, Zell, Adenau ist die Strecke. Obwohl, das ist schlecht, da fahren so viele LKWs vorbei. Weil ich würde den gerne irgendwo stehen lassen. Bis da Passagiere vorbeikommen, ne? Das ist gut. Da warten 33 Passagiere. Das heißt, auf der Route machen wir da mal. Oh, super. Jetzt möchte ich nicht die Fenster offen haben. So, da mindestens mit. Das sind Mindestbeladung 5% von 100. Ja, sind 5, ne? 20. Machen wir 20% da wenigstens, ne? Dann sollte das klappen. So, lass mal gerade schneller laufen, bis die Busse wieder hier sind. Jetzt steht er an der anderen Bushaltestelle oder was? Habe ich jetzt das Falsche eingegeben? Klosterbräu habe ich natürlich angegeben, na super. Aber überholen die anderen? Kann das sein? Jo, die überholen, also soll das egal sein. Dann kann das auch dazu. Ne, da ist schlecht mit 20%, da funktioniert es nämlich nicht. Weil, ne, da steigt ja nie einer ein. Wir brauchen die Kirche, die wir gerade eben hatten. Das war der Fahrplan von da, ne? Döbel, Mittelalter, die Kirche, da müssen wir hin. Genau. Und da müssen 20% hin. Läuft. So, jetzt der fährt und der steht. So, das ist nicht möglich, sagt er mir jetzt auch noch. Keine Ahnung, warum der jetzt hängen geblieben ist, ne? 43 Passagiere warten, na, das wären schon wieder 50% dann, ne? Acht Passagiere warten auch und der Bus steht da und fährt nicht. Super. Ja, haben wir irgendwo schon mal gehabt. Ich glaube, wenn man das Spiel abspeichert und neu startet, dann fährt er wieder und ja, in der Situation sind wir dann jetzt auch. Ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.